Janik, das war ja ein heißes Spiel heute. Ja gut, wenn man hier die Vorbereitung sieht, wir haben eine halbe Stunde später angefangen, dann fangen wir an, kriegen in den ersten 5 Minuten gleich das 0-1. Dann kommen wir zurück, kriegen nochmal einen Gegenschlag, das 3-2. Und dass wir dann noch hier 5-4 gewinnen, ist natürlich sensationell. Da lässt sich heute Abend natürlich feiern, das ist schön, ja. Ja, bei den Platzverhältnissen hätte ich ehrlich gesagt nicht mit so einem offenen Schlagabtausch gerechnet. Ja gut, das war natürlich, die Tore waren viel glücklich gefallen, beziehungsweise nach Standardtoren. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Standardtore. Und ja, dadurch kommt halt dann das hohe Ergebnis zustande. Und natürlich auch der Kampf, der diese Partie geprägt hat, der hat dazu auch beigetragen. Also ja. Es war auch auch am Spielfeld dran ein sehr hitziges Spiel. Woran lag's? Das kennt man hier. Derjenige, der hier aus Nordbaden kommt, der kennt das Söllinger Publikum. Hier geht es eigentlich immer drunter und drüber. Und ja, es ist geil sowas. Ich finde sowas geil. Mich pusht sowas unheimlich. Und dann noch der Sieg dazu. Besser geht's nicht. Du hast ja das Siegtor geschossen. Kannst du kurz sagen, wie du es gemacht hast und was sind die Vorgänge, als es gefallen ist? Ja, ich muss dazu sagen, ich war jetzt 3 Wochen lang verletzt, bin immer noch verletzt. Dann die Situation hier kurz vor Schluss, ich laufe 1 gegen 1. Normalerweise gehe ich ins 1 gegen 1 gegen den Spieler, aber ich konnte nicht mehr und habe ihn abgeschlossen und dann war er halt drin. Glück gehabt. Euer nächstes Spiel ist ja ein Heimspiel, Muschelbach 2. Was meinst du, wie es weitergeht und was das für ein Spiel wird? Schwere Frage. Vor der Runde Muschelbach, natürlich jeder, der sich hier auskennt, dass Muschelbach 2 sehr starke Mannschaften hat. Und jetzt überraschend die letzten Spiele nicht so erfolgreich gestaltet hat. Wobei jetzt heute habe ich gerade gehört 10-0, letzte Woche 12-0. Jetzt kommen sie wieder, wahrscheinlich hatten sie Verletzte, ich habe nicht nachgeguckt. Aber es wird ein sehr schönes Spiel, freue ich mich natürlich. Umso schwerer die Gegner, umso besser finde ich es auch für uns. Und ja, kann man sich nur freuen auf das Spiel. Janik, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, dankeschön.